Die verstörende Seite von YouTube Kids, Bro. Wir gehen rein. Willkommen, Freunde der Minecraft-Pornos. Ich glaube, das war, Bro! Ist jetzt schon gelb. Naja, ich hab das Thumbnail gesehen, Bro. Jedenfalls wird es heute wieder super ekelhaft. Ich hab in früheren Videos. Jungs, ekelhaft, ich bin halt auch ekelhaft. Würdet ihr sagen, ich bin ekelhafter Streamer? Einfach Leute kritisieren, die gerade im Kontext mit Minderjährigen sexuelle Dinge auf YouTube geteilt haben. Heute beschäftigen wir uns aber mit einer Plattform, die davon eigentlich nicht betroffen sein sollte. Nein, das stimmt aber. Dabei handelt es sich nämlich um YouTube Kids. Dort werden Inhalte explizit für Kinder hochgeladen. Doch ich sag mal so, wie sehr die für Kinder sind, das erfahrt ihr heute. Spoiler, es wird absolut, absolut krank. Und was bestimmte YouTuber damit zu tun haben, das erfahrt ihr ebenfalls heute. Wir fangen jetzt an. Ach ja, und lasst mal gerne ein Abo da. Wir sind fast bei den 50k. Oh, hat das jetzt Videos älter? Ey, Jungs, der hat 80k, Bro. Okay, der Typ ist so crazy high. Also, bevor wir... Ja, Patrick hatte doch auch eine Vorgeschichte da, ne? Oh nein, es ist ein Catgirl, Bro. ...dem Problem an sich kommen, müssen wir etwas backtracken und ein paar grundlegende Infos sammeln. Dafür gehen auch Credits raus an Shizuya, der hat ein ähnliches Thema schon vor ein paar Wochen... Digga, dieses Thumbnail ist crazy, Bro. Dieses Thumbnail ist crazy. Jungs, checkt ihr das? Das wird wirklich die Wave sein, Bro. Dass sich junge Leute Minecraft-Videos angucken. Wochen thematisiert. Das, was wir rausgefunden haben, ist aber noch... Checkt ihr, dass es Minecraft-Porn gibt? Also straight up auf expliziten Seiten. Gibt es Minecraft-Porn? Checkt ihr das? Um einiges krasser. Trotzdem ist sein Video für unseren Kontext wichtig. Also, was ist eigentlich das Problem? Naja, 2018 gab es auf YouTube... Ich schau Minecraft-Porn. ...zu einer Art Bewegung namens Elsa-Game. Dort wurden Charaktere wie Elsa oder andere, eher Kinderseriencharaktere, stark sexualisiert und in merkwürdigen Situationen gezeigt. Das ging sogar so weit, dass in solchen Videos sichtlich minderjährige Charaktere gezeigt wurden, die irgendeinen sexuellen Bullshit gemacht haben. Eine Stufe schlimmer wurde es dann, wenn man tiefer in diese Ecke abtaucht. Dann hat man nämlich Videos von echten Kindern leicht... Das... bekleidet gefunden. Kein Witz, wirklich. Das war ganz unangenehmes Bild, Bro. In diesen Videokommentaren von diesen leicht bekleideten Kindern... Minecraft-Corn underrated. Bro, Digga, die haben mit der Tattoo ausgerutscht, Bro, die sind ausgerutscht. Findet man dann Nachrichten, die eine Art Code versteckt halten, die einen auf externen Seiten weiterleiten, mit kinderpornografischen Inhalten. Also... Bro, ich hab das nicht so mitbekommen! Ja, alles ganz normal oder so. Wäre doch jetzt nur extrem schade, wenn sich das nicht geändert hätte, oder? Naja, YouTube ist ja früher dagegen vorgegangen. Und dann war ja auch alles wieder in Ordnung, oder? Naja, ich wünschte, es wäre so. Darf ich vorstellen, Elsa Gate 2024? Mehr oder weniger. Es gibt da so einen Kanal namens Kissy Show, Bro. Das ist der Huggy Wuggy, Jungs. Kissy Show. Und ich sag mal so, mögt ihr Poppy Playtime? Ihr wisst schon. Digga, Poppy Playtime, das ist. Schon, das Horror-Game mit diesen komischen Figuren. Ich habe das nie gespielt, aber ich glaube selbst. Ey, Jungs, wir haben das sogar gespielt auf dem Game-Kanal. Das ist ein Erfolg. Das ist wie so, 500 Klicks, Bro. Digga, ich hätte Hauptkanal-Video draus machen sollen. So ein Scheiß. Wenn ihr es nicht kennt und nur seht, das ist ihr kennt. Und ich glaube, nach diesem Kanal. Bro. Habt ihr wieso ist das, wenn... Das Bild von diesen Charakteren. Ich meine, guckt euch das mal an. Da bekommt das Wort Fiebertraum ja eine ganz neue Bedeutung. Lass uns aber mal in so ein... Okay, an sich ist es erstmal jetzt nicht so crazy schlimm. Es ist ein bisschen weird, aber ist jetzt... Okay, sie hat jetzt körpertone Sachen an. Okay, ein bisschen weird, aber checkt ihr, ist jetzt so nicht so das Schlimme, glaube ich. Ich weiß doch auch nicht mehr. Okay, also ja, es ist Brainwort, Bro. Es ist halt Brainwort, aber das ist jetzt nichts Schlimmes, oder? Ja. Ich finde den Content eigentlich voll normal. Also keine Ahnung, was es hier dran auszusetzen gibt. Und wenn wir dann mal richtig ins Thema abtauchen und nach dem... Aber ich habe keine Ahnung, Bro. Ist das... Elsa pregnant suchen? Frag mich nicht, warum. Naja, dann finden wir das hier. Ihr seht es ja. Die Thumbnails sagen genug aus, denke ich. Wobei ich finde, dass... Ich check auch diesen pregnant, diesen Fetisch, dass Frauen schwanger sind nicht. Ich finde das irgendwie... Also... Digga, ich will... Also... Ich kein King Shane, wenn das jemand cool findet, ist es fein, Bro. Ich ahn das so gar nicht, Bro. Ich ahn das so gar nicht. Dieser Kanal hier da noch einiges drauflegt. Guck da mal rein. Ich meine, was zur Hölle. Kurzer wichtiger Einwurf, bevor es jetzt weitergeht. Ich habe heute meine Kanalmitgliedschaften aktiviert. Das heißt, ey, Jungs, wenn ich Kanalmitgliedschaften hätte, würde einer von euch machen, also Chat und zwei Chat, weil ich offline gehen soll. Wenn ihr mich supporten wollt, könnt ihr dann eine Mitgliedschaft abschließen. Da bekommt ihr dann unter anderem neue Emojis. Digga, Jungs, ich schreibe nur zwei, ne? Da steht kein einziger einzelner Nutz. Ist das scheiße, da sind nur zwei, Bro. Die Leute nennen mich den Kitzler. Die Leute nennen mich krass, weil dieser Boss am Mike ist, wenn den Cock am Verspeisen auf der sexuellen Reise, Bro. Digga, Mifka, es ist nicht... Ah! Neue Sticker, einen eigenen Discord-Rang und verschiedene andere coole Vorteile. Würde mich super freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut. Jetzt aber weiter mit dem Video. Wir können jetzt also... Sowas gibt es schon eine wirklich lange Zeit und geht nie wirklich weg. Wäre doch jetzt nur doof, wenn es sowas auch in Minecraft gibt. Und ich bin nicht 1,20 groß, ich bin 1,53. Jetzt mal schnauzen. Minecraft Monster School ins Spiel. Digga, die war damals so OG, Bro. Ich hab die damals so geliebt, Monster School. Fragt, was ist das? Naja, das sind Minecraft-Lernvideos so auf lustig. Eben eine Minecraft-Schule. Da machen zum Beispiel Monster aus Minecraft irgendwas Lustiges. Ebenso Unterhaltungsstuff. Jetzt haben nur einige diesen Hype um den Namen Minecraft Monster Schule für etwas, naja, sagen wir mal, anderes benutzt. Ich meine, wenn man Minecraft Monster School sucht, springt einem sofort sowas ins Auge. Gucken wir da mal rein.
Jungs, wieso hat sie Kumpel hier? Also wieso ist Kumpel da, Bro? Digga, das sind halt still auf einmal Kreise drauf. Ihr denkt, das ist schlimm? Gucken wir mal in das Video von Skullgirl mit dem Titel Help Zombie Turned into Skibby Toilet vs. Herobrine vs. Alex? Ich finde es auch nicht so schlimm, wie ich gedacht habe. Subnail hat irgendwas Schlimmeres erwartet. Also ja, das sind Dinge, die aus. Also, ist schon sexualisieren, Bro. Aber ist jetzt. Wir gucken rein. Wieso hat sie Ara gemacht, Jungs? Naja, ihr seht, das kann ja nur gut werden. Bro, was zur Hölle, Bro? Allein das Zombie-Life zeigt ja schon, es gibt... Oh mein Gott, bastiger Gears Life. Ey, ich hasse es. Leider zu viel davon. Aber hey, immerhin steht cute im Thumbnail, oder? Ja, ich sehe schon, das ist richtig cute. Verinnerlichen wir das Ganze jetzt mal. Pädophiler Fetisch-Content auf YouTube mit Kindercharakteren. Und YouTube macht gar nichts? Naja, zumindest... Okay, check, ich check jetzt das Pädophil nicht. Ich check das Pädophil nicht, um ehrlich zu sein. Also, es ist weird, aber ich find's irgendwie... Ich weiß nicht, ob ich es ahne, aber irgendwie... Ich find's jetzt nicht so schlimm. Es ist eigenartig, es ist Brainrot, definitiv, aber... Kriegen sie nichts hin. Wäre doch jetzt nur schlimmer, wenn das Ganze auch auf YouTube Kids so ist. Ich glaube, ihr wisst, was jetzt kommt. Für alle, die jetzt aber nicht wissen, was YouTube Kids ist. YouTube Kids ist eine Plattform, wo nur kinderfreundliche Inhalte erscheinen. Beziehungsweise erscheinen sollten. Mit einem Haken kann man nämlich bestätigen, dass ein Video nur für Kinder ist und so landen solche Videos daneben auf YouTube Kids. Manchmal werden sie aber auch so eingerankt. Warum auch immer. Diese Version von YouTube hat doch theoretisch einige Vorteile, wie zum Beispiel härtere Filter, Eltern- und Kinder-Accounts sowie keine Kommentarsektion. Also alles, was das Ganze kinderfreundlicher machen sollte. Und das merkt man ja auch an dem sehr kinderfreundlichen Design. Aber allein an der Startseite merkt man ja schon, dass das Ganze hier super interessant wird. Indem man nämlich das Alter seines Kindes eingestellt hat, gelassierte Seite von YouTube, wo man zwischen Empfehlungen, Spielen, Musik und so weiter aussuchen kann. Interessant ist aber auch, welche großen YouTuber man da findet. Dazu aber später mehr. Jedenfalls gibt es schon auf der Startseite bzw. Suchleiste eine kleine Red Flag, die eigentlich schon zeigen sollte, worauf das Ganze hier hinausläuft. Dann gibt man die Buchstaben SE ein. Oh na, Bro. Dicker mit den Emoji, dass es guckt. Dann, naja, ihr seht, was man dann findet. Sollte mich das auf einer Kinderwebsite schon mal abschrecken, beziehungsweise warnen? Naja, vielleicht. Aber wir wollen natürlich den angemessenen Kinder-Content sehen, wofür die Seite ja laut Beschreibung offensichtlich da ist. Jan ist der beste VIP, Jungs, Jan ist kein VIP. Kinder-Safe-Space. Hier sollte es ja nichts Komisches geben. Naja, suchen wir mal nach dem Begriff, der uns hier auch schon vorgeschlagen wird. Da kommen wir nämlich auf eine Seite, die neben Alkali-Fuß-Videos doch Dicker, ganz tot. Alkali-Fuß-Videos ist tot, Bro. The boy kissed me during my street performance. Andere Dinge enthält. Nämlich zum Beispiel dieses Video. Anime del Asombroso Circo. Ach, ich hab da auch keine Ahnung. Das Video hier auf jeden Fall. Ich lasse euch das jetzt mal bis zum Ende abspielen. Y confiesa que no quiere vivir en el circo sin ella. Años después ellos se reencuentran en el mundo real y recuerdan sus aventuras en el circo digital. La serie se llama El Asombroso Circo Digital 1995 y fue creada por el artista Louis Watt. ¿Te gustaría ver esta historia animada? Na, habt ihr es gesehen? Zwischen dem sehr, sehr fragwürdigen Video. Okay, was war mit Video fragwürdig? Also, to be honest, ich hab's gecheckt. Was war ein Video fragwürdig? Ein Twitter-Profil. Also das ja, aber. Gucken wir da mal drauf. NSFW-Content. Hier wird ein Cartoon-Porn-Twitter-Account beworben. Auf YouTube. Kids. Selbst auf normal YouTube wäre das der begrenzwertig. Ich meine, bei dem Video wurde ja offensichtlich angekreuzt, dass es für Kinder ist. Was zur Hölle? Und das ist nicht das Einzige. Was euch sicher schon ins Auge gesprungen ist, sind diese sehr sass aussehenden Minecraft-Videos. Gucken wir doch Minecraft, mal... Minecraft. Ich finde Minecraft, ich bin Minecraft. Auf das Blöckspiel, das ist mir schlecht. Lenz rein. Ja, okay, das halt straight up nicht, das halt. Kurz, Keks, das, okay, das ist wieder. Ja, genau, wir sind hier angelangt. Bei einem kleinen Mädchen, das für ihren Vater tanzt? Das wird aber noch... Nee, das ist nicht, also die davor habe ich nicht so gefühlt, was da gecallt, aber ja, das ahne ich, dass das nicht ist. Noch schlimmer, gucken wir uns mal ein anderes Video an. Oh, guck mal, mein Kumpel macht Minecraft, wieso hat er dieses Kostüm an, Bro? Das ist halt, das ist, oh. Ah, ein kleiner Junge in einem Necomate-Kostüm und der spielt mit einem Pisten, der auf und ab geht. Der Vater drückt ihn dann an seine Wangen, der Junge wird rot und der Pisten bleibt oben. Ach so, wenn es nichts anderes ist. Das habe ich gar nicht verstanden.
Das Ganze wird jetzt aber noch schlimmer. Und ja, das geht. Denn wenn man die Titel ins Deutsche übersetzt, kommt sowas raus wie: Was wäre, wenn jeder einen Mund hätte? Ich glaube, ich möchte jetzt gar nicht intervenieren, aber ich glaube, das ist der Fall, Doc. Natürlich ist das nicht 100% accurate, aber der Kontext liest sich ja raus. Wo bin ich denn hier gelandet? YouTube Kids, aka die tolle, sichere Plattform für Kinder, ist es auf jeden Fall nicht. Aber auch solche Videos. Das ist weird, Jungs, das ist... Bro, wieso machen die... Digga, okay, Jungs, die machen den Spinnmann. Die machen den Spinnmann Gamescom. Sorry, ich distanziere mich. Oder... Bro, mein Digga, Kumpel hat den Chest, Bro! Der wird geklaut, hä? Sowas. Sorry, Spinnmann, sorry. Oh, guck mal, das... Also, wenn hätte ich das Kostüm nicht an, wäre es cute. Sorry, ja, ich weiß, Spinnmann, sorry. Da wird offen. Also wenn das Kostüm nicht anhätte, wär's okay, cute, aber... ...sichtlich auf Kinder gegeiert, die mit irgendwelchen Erwachsenen kuscheln. Okay, also ich, ja, das würde ich sogar fast noch verteidigen. Das würde ich sogar fast noch verteidigen, weil es könnte ja fade sein, die kuscheln einfach. Das checkt ihr aber mit dem Kostüm halt nicht, ne? Ich weiß doch auch nicht. Das Ding ist, auch diese Anime Uvu Zero Two, keine Ahnung, wie man das nennt, Tänze, die werden da auch mitgenommen. Auch mit Kinderfiguren. Wir gucken mal verschiedene Videos rein. Ohne Österreicher, scheinen heute nicht zu können. Jungs, würdet ihr mich so einen Tanz machen sehen? Ahnt ihr das? Okay, das ist halt straight up nicht, das ist halt... Das hat halt nichts auf YouTube. Gerade nicht auf YouTube Kids. Also auf YouTube Kids ist es echt weird, Bro. Also auf normal YouTube, okay, wäre okay, Digga, aber... Sonst irgendwo auf normalen Plattformen zu suchen. Auch die Titel dazu, wie... Vorgeben, vor Bakas-Kun Chibi zu schlafen. Naja, das muss halt nicht. Das Ding ist, auf YouTube Kids sind noch ganz andere Probleme unterwegs. Und zwar gibt es auch bekannte YouTuber aus Deutschland, die diese Pregnant, also Schwangerschaftsdinger, super ausgeschlachtet haben. Und die irgendwie auf YouTube Kids gelandet sind. Beispielsweise, Polizistin bekommt Baby... Mama, ich kenne den Skin. Oder, um das Ganze noch schlimmer zu machen, Emily's Po wird... Bro, das ist gekocht. Das ist ein gekochtes Thumbnail, Bro. ...wird von Bienen gestochen. Digga, ist das... Digga, Emily's Po, Jungs. Brazilian Buttlift? Was ist denn das? Wahre Kenner wissen jetzt aber schon, um wen es sich handelt. Richtig, um Lami. Der hat nämlich vor ein paar Jahren genau so einen Content gemacht. Gucken wir aber mal in das Emily's Po-Video rein. Emily? Zieh deine Rüstung an. Was soll das denn? Okay, lass uns Warte mal. Emily? Wieso, Jungs, also ich möchte erstmal so vom Dinger fragen, wieso rocken Emily den Fit hier, also den eigentlich, ich hab nichts an Fit, also von... Zieh deine Rüstung an. Zieh deine Rüstung an. Okay, lass uns einfach schnell den Honig klauen. Ja, ja, okay, Jungs, aber also ja, das es ist jetzt für uns crazy cringe. Sie hat nichts anderes, aber jetzt alleine stumm verstellen ist jetzt, ne? Die läuft die ganze Zeit in dieser Unterwäsche rum. Und wieder mal auf YouTube Kids. Ich weiß ja, dass es komische Menschen auf dieser Welt gibt. Aber auch welche im deutschen Raum? So komisch? Wirklich? Aber na gut, gehen wir mal weg davon. Sonst wird wieder von der Lami-Bubble auf irgendwelchen Community-Discords über mich geschrieben. Und das ja, die Lami-Bubble, ich kann nicht schreiben. Ja, wirklich nicht. Naja, warten wir mal ab. Ja, Lami ist Rohpilz. Frage, okay, ist eine Frage, ist keine Feststellung. Wir gehen jetzt, wie gesagt, weiter. Ich hätte gerade Lust auf... Ich habe von Rupitz eigentlich echt positives Bild, auf welches ich niemals geguckt habe, aber... Das ist die Musik, zu der ich weiden ja. Kann. Die gibt's sogar auf YouTube Kids mit Musikvideos. Oh. Boah, guck mal, die war im Übelst. Okay, das ist ein Crackens Video, aber... Nee. Ah, ach so, Roblox also auch. Ich meine, wundert's mich eigentlich. Roblox ist in der Bubble. Ich glaube, dieser Plattform, gerade YouTube Kids, kann man nicht mehr helfen. Und dass bestimmte YouTuber aus Deutschland da mitziehen für ein bisschen Geld, naja, ich weiß. Würde ich auch machen, sag ich so. Ich würde viel Geld meine Seele verkaufen, ist mir ja egal. Das Ganze in Real-Life-Version gibt's tatsächlich aber auch. So wie in dem Video hier, wo eine schwangere Frau im Meer genauestens gefilmt wird. Wir gucken da auch mal rein. Mema, attends, mais t'as un truc sur toi là, mais c'est quoi? Ja, okay, also ich, also sie hat einen Oktopus. Ja, okay, das ist probably just a stage, aber ein, also, ich ahne es jetzt, das ahne ich bis dato nicht, Bro. Also wenn das jetzt, wenn sie jetzt nicht schwanger wäre und das gleiche machen würde, Bro, ist es halt zufällig, also, checkt ihr irgendwie? Ich meine, klar. Also nur weil sie schwanger ist, das jetzt nicht sexualisiert, ich... Oktopus am Bauch und das ist lustig, aber der Grund für das Video ist ja offensichtlich was anderes, wenn man... Ah, nee, den Punkt ahne ich nicht. Man sich die restlichen mal anguckt. Aber ich sag mal so. Ich weiß nicht, was die restlichen, was er mit restlichen meint, aber jetzt allein dieses dedizierte Video, den Punkt auch nicht da nicht zu gewonnen ist. Ich habe da auch einen Kanal gefunden, der verdient ein ganz eigenes Video. Aber kurz mal angerissen. Guckt euch mal dieses Thumbnail an. Was für ein Elternteil muss man sein, wenn man solche Bilder bzw. Videos von seiner Tochter ins Internet stellt? Und das Ganze mehrfach und viel schlimmer. Naja,
Die heben wir uns mal für ein anderes Video auf. Es ist jedenfalls super schwierig, weil hier so viele komische Fetische und Videos ausgelebt werden. Okay, ich muss sagen, ich fühle das, hab das Video so mäßig gefühlt. Da waren Sachen dabei, die doch, definitiv, aber auch... I was pregnant at the same time as my best friend. Ich check diesen pregnant, ich check das nicht. Wieso ist das so ein großes Ding, Bro? Ich check das gar nicht. Roblox? Warum? Was zur Hölle? Aber auch die offensichtliche sexuelle Darstellung von Kindercharakteren. Alles irgendwie nicht so YouTube-Kids-like, oder? Oder wollten die mit YouTube-Kids eine Plattform über Kinder-Content machen? Über speziell... Ich hab das Gefühl, wir schaffen es heute nicht mal in Horror-Games. Content. Naja, dann hat das Ganze auf jeden Fall geklappt. Wenn es aber ein Safe Space sein soll, dann eher weniger. Ich meine, was soll ich noch sagen? Wir haben uns durch die Tiefen der Abgründe von YouTube Kids gegraben und mussten leider feststellen, dass... Ja, okay, reicht. Also ja, ich Video okay, aber ich habe nicht alle Punkte geahnt, to be honest. Ich habe, to be honest, nicht alles da geahnt, was gesagt wurde. Aber trotzdem solides Video. Trotzdem durchaus solides Video.